Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Megaport und zwar mit dem High-End-Gaming-PC AMD Ryzen 9 BattleBox 5 mit DLSS 3 für 4.149 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP SCD Keys vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 25% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Für weitere Informationen und Produkte schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Das System wurde mir vorgeschlagen von Markus bei uns im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie erst zu dem Bild. Das ist jetzt nicht sonderlich fake. Das Gehäuse stimmt, die Wasserkühlung irgendwo auch. Das Mainboard stimmt nicht, aber da geht es nur um die Spannungswandler. Viel mehr sieht man davon auch nicht. Die Grafikkarte ist auch eine andere. Es ist eine 4090, aber in dem Fall die Game Rock und nicht die Phantom, ist aber auch Latte. Und hier haben wir sogar ein bisschen Understatement. Also der RAM leuchtet hier nicht und der da drin verbaut ist, soll wohl leuchten und solche Geschichten. Deswegen, es ist schon okay. Kommen wir auch direkt zu den technischen Daten. Als Betriebssystem haben wir Windows 11 Home. Brauche ich gar nicht viel zu sagen. Ist das aktuellste Betriebssystem als Home-Variante. Klar, es gibt noch die Pro-Variante. Ist für euch als Gamer aber völlig irrelevant. Von daher ist das okay. Und das kostet 36,68 Euro bei IT Hardpuls. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 9 7900X3D. Der hat 12 Kerne, 24 Threads, 120 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5-5200MTS. Wenn wir Systeme konfigurieren, gehen wir auf 6000MTS. Die meisten, die hier zuschauen, wissen das auch. Das sage ich in jedem Video, weil der Prozessor das halt einfach frisst und dadurch mehr Leistung bekommt. Der 7900X3D ist ein sehr aktueller Prozessor auf dem AM5-Sockel. Überhaupt kein Thema. Mit X3D, also V-Cache, 3D V-Cache, auch in Ordnung. Ich hätte trotzdem den 7800X3D genommen, weil da die Speicheraufteilung doch mal ein bisschen anders ist. Aber dafür habt ihr hier mehr Kerne und dementsprechend auch mehr Leistung, wenn ihr irgendwelche Multicore-Sachen machen wollt. Videos schneiden, was weiß ich, Bilder bearbeiten, solche Geschichten. Mit dem Zocken könnt ihr natürlich auch ganz locker. Ist überhaupt kein Thema, ist in dem Preisbereich auch in Ordnung. Ich hätte mir noch einen stärkeren gewünscht. Die Luft beim Preis wäre da gewesen, aber naja, so ist es halt. Wenn ihr auf Preis-Leistung geht, 7800X3D, klare Sache. Und der kostet 388 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming X670E Plus Wi-Fi. Wie ich eben schon gesagt habe, der aktuelle AM5-Sockel, dazu noch der X670E-Chipsatz, einer der Top-Chipsätze aktuell, kann man erstmal so machen. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch 3 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für Capture Card, USB-Erweiterungskarte, was auch immer ihr da reinschmeißen wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 5x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB Typ C zweimal mit am Start, einen Netzwerkanschluss und die Onboard-Grafik könnt ihr theoretisch benutzen. Wenn die Grafikkarte mal irgendwann die Füße hochmacht, weil, keine Ahnung, weil kaputt halt, dann könnt ihr darüber noch ein Bild ziehen, um an eure Daten zu kommen. Ihr könnt sogar ein bisschen damit daddeln, Valorant und so läuft damit dann auch. Das ist schon gut gewählt, das Board in dem Preisbereich. Ja, das kann man so machen. Und das kostet 259,90 Euro bei ProShop. Die Grafikkarte ist ein Nvidia GeForce RTX 4090 Palette GameRock Omni Black 24 GB. Ich liebe dieses Design einfach. Ich mag's. Gerade wenn jetzt die Grafikkarte, was hier nicht der Fall ist, hochkant eingebaut wird, dann sieht das richtig, richtig geil aus, weil die halt auch beleuchtet ist über diese, ja, Kunststoffkristalle. Ich mag's. Und ja, es ist halt eine 4090. Immer noch die stärkste Grafikkarte am Markt aktuell. Das Interessante ist, was die einfach für Preissprünge macht. Also die war hier mal bei 1739, dann war sie bei 1810, dann teilweise bei 2000, jetzt ist sie wieder runtergegangen. Das meine ich immer mit diesen Sprüngen bei Grafikkarten. Ich sage ja ganz oft, ja gut, der Preis ist jetzt so ein Thema, das schwankt immer sehr stark, da seht ihr das ganz schön. Den FPS-Test dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wie gesagt, stärkste Grafikkarte am Markt. Und die kostet 1799 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Shakun TG7M RGB Glass Window. Das bringt schon 320mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind und einen Hecklüfter, auch 120mm RGB beleuchtet. Ich hatte das Gehäuse selber mal im Test. Ich persönlich finde, bei einem PC von so einem Preis hätte man schon ein höherwertiges Gehäuse nehmen können. Ich meine, wenn es euch vom Design her gefällt, ja bitte, dann nehmt es. Es hat eine Meshfront, es bringt die Lüfter mit, es bleibt kühl, alles cool so. Aber naja, ich gebe halt so viel Geld für einen PC aus, dann will ich schon was Stabiles, Vernünftiges da stehen haben. Das hier vorne sieht auch so aus wie gebürstetes Aluminium oder so, ist es nicht. Ist einfach nur Plastik. Aber ja, technisch funktioniert es halt.
und das kostet 79,98 € bei playox.de. Der Arbeitsspeicher ist 64 GB DDR5-6000 Corsair Vengeance RGB. Schauen wir uns da die Details an, verschweigen sie uns natürlich wieder, welche Timings wir bekommen. Macht es aber für uns umso einfacher, wir nehmen CL40. Also quasi das Schlechteste, was es am Markt gibt. Denn potenziell könnte das ja reinwandern. Also erstmal 6000 MTS ist super, dass sie das machen und nicht irgendwie auf 5200 oder so gehen. 64 GB, gut, zum Zocken. Ja, man ist zukunftssicher aufgestellt, warum nicht? Das mit den Timings ist halt echt schade. Vor allen Dingen, weil die Preisunterschiede einfach nicht mehr gegeben sind. Teilweise bekommt ihr CL32-Speicher günstiger anstatt CL40 bei dem gleichen RAM. Aber das haben sie wahrscheinlich irgendwo noch auf Lager liegen oder was. Keine Ahnung, oder es geht um Verfügbarkeit. Ich kann es euch nicht sagen. Wir haben noch ein bisschen RGB-Beleuchtung mit dabei. Das könnt ihr dann mit IQ ansteuern. Ja, ist okay. Bis auf die Timings halt. Ihr kennt mich. Und der kostet 221,84 € bei csvdirekt.de. Der Kühler ist eine Corsair IQ H100i RGB Elite 240mm. Ja, ist halt eine 240er Wasserkühlung von Corsair. Ihr könnt die Beleuchtung vom Pumpenkopf auch mit IQ ansteuern, genauso wie beim RAM, dann habt das einigermaßen einheitlich. Ansonsten, ja, ist halt nichts Besonderes, funktioniert auf dem Prozessor tatsächlich. Der pfeift sich halt nicht so viel Strom rein, dementsprechend hat er nicht so viel Abwärme. Der Heatspreader ist relativ dick. Ja, er ist schwierig zu kühlen, aber die schafft das. Und die kostet 109,90 € bei notebooksbilliger.de. Die SSD ist eine 2 TB Western Digital WD Black SN850X. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 6600 MB/s mit TLC-Speicher von Kioxia. Ja, kann man machen. Mit 2 TB kommt er erstmal eine Weile aus. Bei dem Preispunkt hätte ich mir 4 TB gewünscht. Ist halt leider wieder nicht drin, aber immerhin haben sie nicht 1 TB oder so genommen und die ist auch noch sauschnell. Für einen Gamer schon fast zu schnell, aber ja, kann man so mitnehmen. Und die kostet 139,99 € bei ProShop. Das Netzteil ist ein 1200 Watt 80 Plus Gold Pure Power 12M, also ein Big Wide Netzteil. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, 80 Plus Gold Zertifizierung und ist vollmodular und hat den neuen Stromstecker mit dabei, also den 12 Volt High Power Anschluss für die Grafikkarten. Dann habt ihr nicht diese blöden Adapterkabel da hängen, wie es eben auf dem Bild auch zu sehen war. Also ihr seht auf dem Bild Adapterkabel, ist hier aber nicht der Fall, weil das Netzteil halt ein Kabel mitbringt. 1200 Watt ist schon ein bisschen viel. Also die Grafikkarte pfeift sich so, sag ich mal, 450 bis 600 Watt, wenn es hochkommt, rein. Der Prozessor 120 Watt, dann rechnet ihr noch 100 Watt für den Rest drumherum, also Lüfter und SSD und Mainboard und so ein Quatsch. 1200 ist schon heftig, aber zukunftssicher. Und das kostet 179,88 € bei Mindfactory. Bevor wir zu der Liste kommen, hier kann man preislich noch ein bisschen rumspielen. Also was heißt rumspielen? Wir bekommen hier halt einen Game Pass dabei. Könnt ihr euch gegenrechnen. Ich glaube aber, wenn man bei Xbox sich anmeldet, kriegt man sowieso einen Monat erstmal umsonst, so einen Probemonat. Man bekommt hier so ein AMD Game Bundle dabei, da sind 2 Spiele dabei und bei Nvidia auch noch irgendwie Star Wars. Jetzt könnt ihr natürlich nochmal 100-150 € rechnen für die Spiele, von mir aus. Aber ich lasse es jetzt einfach weg, mache ich ja meistens. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3215,16 €. Und das System kostet 4149 €. Das sind einfach über 900 € fürs Zusammenbauen. Totaler Quatsch. Wobei die Config, die ist auch irgendwo Quatsch für einen normalen Gamer. Das muss jeder selber wissen, das will ich gar nicht beurteilen. Aber der Preispunkt ist halt komplett daneben. Vor allen Dingen, das ist ja jetzt nicht Otto oder so. Oder Amazon oder wie sie alle heißen. Das ist der direkte Shop von Megaport. Die bieten das so an. Und das meinte ich halt auch damit, selbst wenn ihr die Spiele dagegen rechnet, macht den Braten jetzt auch nicht fett. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe natürlich wieder eine Alternative. Ihr findet schlecht PCs, die 64 GB RAM haben, genau mit dem Prozessor und dann der Grafikkarte und so weiter. Ich habe jetzt einfach mal einen frei konfiguriert. Das sollte man eigentlich nicht machen, weil es dann immer besonders teuer wird. Sobald ihr anfangt zu konfigurieren, wird es teuer. Ist halt einfach so. Aber ich habe es hier einfach mal gemacht. Ich schicke euch dann den Link quasi von dem Grundsystem unten in die Videobeschreibung und ihr könnt das dann selber anpassen, falls ihr da irgendwie Bock drauf habt. Ich sage nur, ne, dass ihr einen Vergleich habt. Hier sieht man auch schon im Titel, das wäre jetzt einer mit 7900X3D, würde ja stimmen, 32 GB RAM und einer 4090 und einer 1 TB SSD. Jetzt musste ich natürlich einiges ändern. Das Mainboard musste ich auch ändern, weil ich habe einfach das gleiche genommen, was auch bei dem Megaport-PC drin war. Ich zeige euch jetzt mal, was ich mir da zurechtgedödelt habe. Ich habe hier das MSI MacForge 320R Airflow. Das hatte ich ja vor kurzem erst im Test. Ist jetzt qualitativ auch nicht der Mega-Burner. Das ist ungefähr so auf einem Stand mit dem Shakun. Aber wir wollten es ja einigermaßen gleich halten. Ich würde auch ein anderes Gehäuse nehmen, aber dann ist es preislich einigermaßen fair. Die Wasserkühlung ist auch eine 240er, ist halt eine Zeit.
Silence. Könnt ihr von mir aus auch eine Corsair reinschmeißen, ist völlig Latte, aber es ist eine 240er Wasserkühlung. Die kühlt genauso wie die Corsair. Hier war vorher das Asus Prime X670P Wi-Fi drin. Da habe ich jetzt das Asus TUF genommen, was auch in dem anderen PC drin ist. Das kostet dann 66 Euro Aufpreis. Bei dem RAM habe ich halt den einzigen genommen, den es mit 64 GB gab. Das ist CL36, immerhin. Wir wissen ja nicht, ob wir bei dem anderen auch CL36 oder sogar CL40 kriegen, kann ich euch nicht sagen. Aber auch 6000er halt, kostet 94 Euro Aufpreis. Das Netzteil ist ein bisschen schwächer, aber mit 1000 Watt und hat auch den neuen Stecker mit dabei und so, bricht euch auch keinen von ab. Und bei der SSD haben wir auch die gleiche mit 2 Terabyte, die SN850X für 97 Euro. Und ihr seht hier schon rechts am Rand, hier ist eine 4090 drin, da wissen wir nicht, ob es ein Omni-Black wird oder sonst was. Kann man natürlich auch festschreiben, habe ich jetzt gelassen, weil die Leistung ist gleich. Windows 11, 64-Bit als Pro-Variante anstatt Home, wie gesagt, für einen Gamer ist wurscht. Und das wäre halt die komplette Übersicht und da kommen wir auf 3.399,90 Euro. Jetzt habe ich dieses frei konfiguriert bei Geizhals reingepackt. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei 3028 Euro und hier halt bei 3399. Das heißt, hier habt ihr einen Aufpreis von 370 Euro gegenüber dem anderen PC, der über 900 Euro mehr kostet. Im Zusammenbau quasi. Dass das hier kein Schnapper ist, brauche ich euch auch nicht so erzählen. Aber es ist nicht so krass überteuert wie der andere PC. Der ist frei konfiguriert. Ihr könnt sogar noch das Gehäuse dann wechseln oder sonst was. So viel wird es jetzt am Preis auch nicht mehr ändern. Da ist das hier der bessere Deal. Es ist halt wirklich schwer, was zu finden mit 64 GB RAM und 2 TB SSD. Entweder haben sie das eine oder das andere, aber man muss immer rumfummeln. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal gemacht. Aber von der Nummer hier, bei 4.149 Euro, könnt ihr auch einfach die Finger lassen, ganz ehrlich. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.